Hallo, heute Hebebühne besetzt, aber Mazda 2, Bremsenbeläge vorne müssen gewechselt werden. So, und dann schauen wir mal. Scheibe ist noch okay. Und da haben wir es. Hier muss man schauen, dass alles in Ordnung ist. Niemals hängen lassen. Deswegen lege ich immer sehr gern, dass wir hier keine Spannung haben im Bremsschlauch, lege ich das Ding gerne oben drauf, bei allen Fahrzeugen eigentlich. Gar nichts mehr zu So, da war wohl nichts mehr dran. Was ich immer gerne mache, ist einfach eine Hochleistungspaste nehmen. Am besten auf Keramikbasis. Die Kupferpaste, die kann mal verkleben, deswegen nehme ich sie ungern. Und streiche das hier vorne. Ja, so ein bisschen. Nicht zu viel. Zu viel ist doof. Darf nicht auf die Bremsfläche gelangen. Damit das später sich nicht verbuggt, oder was? Genau, damit das immer schön gangbar bleibt. Und damit die Klötze nicht dran pappen und das Ganze anfängt zu quietschen. Zuvor pressen wir aber mal den Kolben, der hier drin ist, pressen wir mal ein Stückchen zurück. So, den Kolben zurückgedrückt, in diesem Fall mit einer Zange, ganz einfach. Einfach hier vorne angeklemmt, so. Auseinandergedrückt und schon geht das Ding runter, mit ein bisschen Geduld. So ein Teil hier ab. Guck mal, so. Zack und zack. Jetzt das Ding. Immer darauf achten, dass alles sauber bleibt. Hier rein friemeln. Kommt das ganze Ding wieder zurück. Wow, das passt richtig gut. Jetzt passt es auch hier mit den Aufnahmen super sauber. Ja, die beiden Schräubchen rein. Ja, das ist ein Geheimnis, aber bewegt sich. Wichtig, nie die Paste auf diese Fläche, denn mir hat mein Reifenspezialist erklärt, soll er an diesem Stück Metall quasi eine Verbindung eingehen. Das darf man hier nicht voll schmieren, sonst hast du nicht diese Verbindung. Ich schmiere jetzt nur hier vorne drumherum ein, damit das jetzt über den Winter hin, mit wegen dem Salz und dem allem, hier kommt hier, nicht anfängt zu rosten. Geht man hier nur einmal sauber rum. So, mit dem Drehmomentschlüssel haben wir die Räder im richtigen Drehmoment angezogen. Das nächste ist die Bremsflüssigkeit zu kontrollieren. Die ist aber wieder nach oben gestiegen, wieder auf Max, denn vorher gab es hier gar nichts, war leer. Bremsflüssigkeit nie einfach so nachfüllen, weil es kann immer sein, dass es wieder zurückkommt, zurückgedrückt wird und dann hast du hier eine extreme Sauerei. Und die Bremsflüssigkeit, wenn die hier ausläuft, die ätzt den Lack, alles mögliche ätzt sie weg. Und da, wo dann die Bremsflüssigkeit drauf war, wenn man es nicht wegwischt, rostet es. Also aufpassen. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Prinzipiell kann das jeder machen. Aber man muss aufpassen. Wenn man sich unsicher ist, sollte man die Finger davon lassen. Wenn man irgendwo einen kleinen Fehler macht oder irgendwo eine Leitung verletzt oder irgendwann eine Manschette verletzt oder irgendwas kaputt macht, dann kann das böse enden. Nee, aber da muss man schon Erfahrung haben und sollte man schon sich sicher sein, was man da macht. Wenn man das nicht ist, Finger davon lassen. Ansonsten sich trauen, einfach machen, Werkzeug in die Hand nehmen und das Glöckchen nicht vergessen.